Martin, worauf kommt es denn bei Trense zusammenbauen vor allem an? Schnelligkeit, Präzision, aber natürlich auch eine gewisse Art von Grundwissen, dass man weiß, welches Teil genau wohin gehört. Da sind wir jetzt schon gespannt. Also da sind manchmal für ganz blöde so Punkte an den Backenstücken, dass die Punkte sich immer wieder überlappen. Das ist wie beim Malen nach Zahlen, ne? Dass das Gebiss nicht ins Genick hört, sondern ins Maul. Und dass der Nasenriemen und der Stirnriemen nicht verwechselt werden. Kann man sowas lernen? Man muss da schon ein gewisses Talent mitbringen. Haben gut vorgelegt in einer respektablen Zeit, haben sie von den 13 Punkten 11 mögliche erhalten. Wir müssen 2 abziehen, weil der Sperrriemen nicht richtig rum eingeschnallt war und weil oben Backenstück und Nasenriemen leider vertauscht wurden. Hier war die Schwierigkeit, dass 5 Leute miteinander kommunizieren mussten. Und wie das so ist in großen Runden, wird einfach mal ein Wort zu viel gesprochen. Wir müssen hier leider 1 Punkt mehr abziehen, weil wir 3 Kleinigkeiten hatten, die nicht perfekt waren. Aber nochmal, beide Pferde wären mit dieser Trense ums Viereck gegangen. Das Urteil der Jury. Das eine Team war ein bisschen schneller, dafür hat das andere Team mehr gepunktet. Ja? Deswegen hat die Jury sich auf ein Unentschieden geeinigt. Beide Teams gleich gut und jeder kriegt sowas. Ne? Wir sind ein Team!